Neumarkt in der Oberpfalz am 29. Oktober 1933. Aufmarsch der Parteiformation anlässlich einer Gedenkfeier für Hitlers Mentor Dietrich Eckart. Der antisemitische Ideologe und Demagoge Eckart war 1868 in Neumarkt geboren und im Dezember 1923, keine drei Monate nach dem Hitlerputsch, an einer Herzattacke gestorben. Im Stadtpark von Neumarkt wird mit zeremoniellem Pomp ein Denkmal geweiht, das Eckarts Freund, der Künstler und alte Kämpfer Albert Reich, gestaltet hat. Ankunft des bayerischen Ministers und Gauleiters von München-Oberbayern, Adolf Wagner. Ein BDM-Mädel auf Autogrammjagd. Die Witterung ist für Film- und Propagandazwecke ungenügend. Während der ganzen Veranstaltung fallen Schnee und Schneeregen. Das Wetter erreicht seinen Tiefpunkt bei der Ankunft Hitlers, was die Begeisterung der Neumärker jedoch nicht trüben kann. Hitler ehrt seinen Mentor mit einer Rede. Wie lange die Teilnahme des Reichskanzlers an der Gedenkveranstaltung dauert, ist unbekannt. Angeblich soll er in Neumarkt nicht länger als eine Stunde zugebracht haben. Im Begleittext dieses Films heißt es dagegen, er habe zwei Stunden lang barhäuptig im Schneesturm gestanden und seines toten Kameraden gedacht. Im Anschluss begrüßt Hitler Verwandte und Hinterbliebene Eckarts. Schwätzchen mit dem Diktator. 1933 ist Hitler noch ganz in der Rolle des Volkskanzlers, der den direkten Kontakt nicht scheut.